Der Prozess um Suhrid Bhakti ist vorbei und am Ende darf sich der Verschwörungstheoretiker und Impfgegner zusammen mit den Querdenkern freuen. Er wurde freigesprochen. Ihm war Volksverhetzung in zwei Fällen vorgeworfen worden, was aber vom zuständigen Richter in Plön als nicht eindeutig genug beurteilt wurde. Ich habe hier jetzt einen Clip für euch, der einen der Fälle zeigt. Bewertet es bitte einfach mal selbst. Und dann habe ich den Amerikanern gesagt, das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Und deswegen ist Israel jetzt Living Hell, die lebende Hölle. Ja, ob man wie der zuständige Richter hier eine Kritik am Nationalstaat Israel hört oder aber doch klaren Antisemitismus, das scheint ein strittiger Punkt zu sein. Und da ist scheinbar auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn die Staatsanwaltschaft kündigte bereits Rechtsmittel gegen die Entscheidung von heute an. Egal wie es am Ende nach allen Revisionen und noch ausstehenden Prozessen aber ausgehen wird, eine andere Sache zeigt der Prozess um die Querdenker-Ikone Suhrid Bhakti heute schon sehr, sehr gut. Das Wirken von Querdenken und die damit verbundenen sektenartigen Strukturen. Es geht bei Querdenken immer auch um Personen. Besser gesagt, um Personenkulte. Und gerade Bhakti, der seit jeher sehr prominent und öffentlich Angst vor Impfungen macht, ist da natürlich ein ganz wichtiger Anlaufpunkt für genau so ein Verhalten. Und an diesem Gerichtstag wurde dieser Personenkult sehr deutlich. Von der Ankunft des Professors im Ruhestand vor Gericht über die Begleitung der eintägigen Verhandlung bis hin zur Verkündung des Freispruches. Und auch im Netz schob sich eine Welle der Querdenker entlang. Auf Twitter trendete der Hashtag Bhakti und natürlich ließen es sich auch durchaus prominente Köpfe nicht nehmen, darauf mal so richtig mitzureiten. Egal, ob es der Rechtsausleger der bayerischen AfD, Peter Büstron war, Björn Höcke, der sehr gute Baurechtsanwalt Markus Heinz oder auch der Verschwörungsideologe Stefan Humbug. Was? Ja, Homburg. Was habe ich gesagt? Quatsch. Letzterer bekleckerte sich von den ganzen bekannten Kommentatoren übrigens mit einer Extraportion Ehre, als er sich gleich auch über anwesende Journalisten hermachte, die laut ihm den Sitzungssaal frühzeitig verlassen hätten, um Artikel über Bhakti zu erfinden. Bezeichnend dafür, Homburg war genau wie ich nicht in Plön und kann über das Verhalten von Menschen vor Ort ungefähr so gut urteilen, wie ich über Stefan Homburgs Körpergeruch. Aber natürlich ist das wie gewohnt nur die Spitze des Eisbergs. Denn der richtig üble braune Schlodder ergießt sich bei Querdenken meist erst ab der zweiten Reihe. Wie bei Postings, die mal wieder auf neue Nürnberger Prozesse anspielen sollen. Bei denen alle Feinde der Querdenkerbewegung abgeurteilt werden sollen. Oder wenn andere fordern, dass alle Medienvertreter vor Gericht gehören würden, die nicht in ihrem Sinne berichten. Andere behaupten, Bhakti hätte Millionen gerettet, während sie ihn mit Ugur Sahin, dem BioNTech-Gründer, vergleichen und ihm irgendwie indirekt Mord unterstellen. Und natürlich darf auch Hass auf Lars Wienand von T-Online nicht fehlen. Ja, das ist irgendwie schon Tradition. Man könnte jetzt noch unzählige weitere Kommentare herausfischen. Wie die Freude der Querdenkerpartei die Basis. Oder was auch immer das hier sein soll. Aber am Ende würde man damit nur Hass, Wut, Häme und Spott eine Bühne geben. Und mal ehrlich, selbst wenn Bhakti heute verurteilt worden wäre, es wäre nur ein Schlag in seinen Geldbeutel gewesen. Einen, den so oder so die Querdenker-Fans bezahlt hätten. Denn auch da funktionieren die Strukturen sehr gut. Monetäre Mittel fließen in die Spitze zu den wenigen Gurus. Geldstrafen gegen Bhakti oder andere führende Querdenker bedeuten immer nur, dass aus vielen Geldbeuteln ein bisschen was abfließt. Der Charakter der Bestrafung bei solchen Urteilen wird hier seit Beginn der Pandemie schon nicht mehr erreicht. Und generell, auch der Urteilsspruch
ändert ja so oder so nichts an der Sicht der Querdenker auf die Welt. Eine Verurteilung hätte bedeutet, dass der Unrechtsstaat einen Kritiker bestraft. Diktatur und so. Und jetzt eben der Freispruch. Und der heißt nur, dass man gegen den Unrechtsstaat einen kleinen Sieg errungen habe. Also ein Punktgewinn im Kampf gegen die Diktatur. Kein Wunder, dass einige den Prozess gegen Bhakti als Schlacht um die Meinungsfreiheit in Deutschland aufpumpen. Weil, wäre Bhakti verurteilt worden, hätten sie einen Märtyrer bekommen. Bei einem Freispruch wie jetzt können sie sagen, dass Medienstaat und Staatsanwaltschaft in allen Belangen bei Bhakti falsch lagen und damit diese Leute als Lügner und Verlierer hinstellen. Sowas nennt man übrigens Framing. Und das ist etwas, was vor allem eben Strukturen der neuen Rechten sehr gut können. Von AfD bis Querdenken. Und ich werde jetzt nicht meine Meinung über die deutsche Justiz hier nochmal breit treten. Vielmehr möchte ich eine Sache deutlich sagen. Ein wahrer Sieg gegen Hass, Hetze, Antisemitismus, Ausgrenzung, Lügen und Fake News entsteht nicht darin, dass man einen Querdenker nach dem anderen am Nasenring durch die Gerichtssäle schleift und dann sie um ein bisschen Geld ihrer Spender bringt, sondern indem man die Strukturen dahinter angeht, sie zerschlägt, Aussteigerprogramme anbietet und endlich aufhört, die Sekte als harmlose Spinner zu behandeln. Weil das sind die inzwischen gar nicht mehr und nur noch die allerwenigsten von ihnen. Ja, aber die Wahrheit ist auch, für Suhail Bhakti hätte selbst eine Verurteilung heute eben einen Sieg bedeutet. Weil er auf einmal wieder im Gespräch ist, was er davor so gar nicht war. Und dass der Mann unter anderem auch hochgefährliche und giftige Chlordioxidlösungen als Heilmittel anpreist. Im Übrigen gibt es noch eine Sache, die ich loswerden will. Ja, weil es zwar nicht bewiesen, aber ich bin sicher, dass das funktioniert. Es gibt sowas wie Chlordioxid. Weiß nicht, ob Sie je davon gehört haben. Können Sie kaufen, ja? Damit kann man gurgeln. Ja, das ist eigentlich viel gefährlicher als jeder vermeintliche Antisemitismus, den er bis jetzt verbreitet hat. Zumindest in meinen Augen. Ja, vielleicht sollten wir also weniger über die wohlhabenden Profiteure der Angst sprechen, als über die Gefahren, die sie mit sich im Gepäck haben. Wie zum Beispiel eben die Zunahme durch Vergiftungen durch Chlordioxidlösungen in Deutschland. Unter anderem auch bei Kindern. Und weniger über Rentner, die sich einfach komplett daneben und dämlich über Juden und Israel äußern. Was sagst du zum Fall Bhakti? Ich meine, es scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Ich für meinen Teil empfinde den Mann inzwischen im großen Querdenken-Kosmos als unbedeutend. Wenn auch alles andere eben als ungefährlich. Ein seit vielen Jahren im Ruhestand lebender Arzt, der gefährliche Gifte aus der Medizin anpreist, der ist einfach übel, weil er damit komplett unkritische Medienopfer im dümmsten Fall wirklich gefährdet, weil die ihm glauben. Und gerade darüber müssen und werden wir hier auf dem Kanal auch nochmal deutlich reden. Und wenn du das nicht verpassen willst, lass ein Abo und ein Like da. Und wenn du jetzt gleich weiterschauen willst, empfehle ich dir auch das Video darüber, wie Querdenker sich und ihre Kinder, ja, vergiften, mit CDL vergiften, mit Chlordioxidlösung vergiften. Ist ein aktuelles und brandaktuelles Thema und es braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Deswegen hier, schaut da gerne mal rein. Und sonst kann ich jetzt nur sagen, bis bald. Bleibt untot.